Ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Wieder ist eine Woche rum und wieder ist Zeit für Reserviert für. Heute, glaube ich, werden besonders viele Frauen zugucken. Ich hatte es ja schon angekündigt. Der Mann, den viele Frauen nervös machen, Hannes Jenig, ist heute bei mir. Recht herzlich willkommen, Hannes. Schön, dass wir uns sehen. Ja, Olaf. Ich glaube, die werden nicht mehr so nervös. Nein. Die sind nervös. Ich erinnere mich, als du vor 2 Jahren bei mir in Gotha warst. Also das war schon, aber zu Recht. Also ich muss sagen, du wirst nicht älter, kann man auch mal als Mann sagen. Wir sitzen hier beim Essen. Lass uns gerne nebenbei essen, sonst kalt werden kann es nicht. Wir essen vegetarisch. Ich habe mich dir angepasst. Musst du nicht. Also ich mache das vegetarisch. Ich schmeckt das auch. Ich bin noch nicht von den Knochen gefallen. Echt? Ich kann nur hoffen, dir fehlt jetzt nichts. Mir fehlt nichts. Also lass es dir schmecken. Guten Appetit. Guten Appetit. Du Hannes, wir sind jetzt Mitte August. Keiner weiß, ob Corona vorbei ist. Wir hoffen es einfach mal. Skizziere einfach mal, wie waren denn die letzten 18 Monate für dich? Durftest du arbeiten? Durftest du drehen? Ich war noch nie so lange arbeitslos wie während dieser Pandemie. Und das hat mir ehrlich gesagt, und das klingt natürlich jetzt ein bisschen privilegiert, gut getan. Ich habe vorher viel zu viel gemacht und habe jetzt einfach mal eine Zwangspause, die mir echt gut getan hat. Ich habe außer einer Doku im Einsatz für den World für das ZDF gar nichts gedreht, weil alles entweder geplatzt ist oder verschoben wurde. Und habe jetzt seit Anfang Mai 2021 zum ersten Mal wieder 2 Amsterdam-Krimis gedreht. Ja. Und das war zumindest mal eine unglaublich interessante Erfahrung. A, weil ich kapiert habe, wie wenig man eigentlich im Leben braucht. Ja. Am Schluss merkst du, du musst Lebensmittel einkaufen können. Du brauchst ein Dach über dem Kopf. Und ganz viel von dem, was man vermeintlich so wichtig fand vorher, habe ich überhaupt nicht vermisst. Hast du nicht vermisst? Andererseits habe ich ganz schön festgestellt, für viele Menschen war diese Pandemie natürlich auch eine existenzielle Bedrohung und bleibt das auch. Ja. Die ganze Gastronomie, ich lebe, wie man weiß, in Hotels hauptsächlich, in den Kneipen, alles zu, die gesamte Kulturbranche, ob das Tontechniker sind, Musiker, tot, kaputt, werden natürlich auch nicht gerettet. Gerettet wird die schwere Industrie, die große Industrie, VW, Lufthansa, TUI. Also da finde ich es mit den Rettungspaketen auch sehr merkwürdig. Das ist eigentlich ein Skandal, oder? Dass sie dann so ein Tantiem ausschütten an die Aktionäre und Staatshilfe. Das heißt Dividenden, das finde ich, also einerseits, das fand ich einen richtigen Skandal, weil andere Länder haben ja auch Hilfspakete geschnellt, wie Dänemark oder Schweden, aber die haben gesagt, wir retten euch eine Bedingung, keine Dividendenauszahlung, keine Managerboni. Ja. Da merkt man, dass unsere Industrielobby einfach wahnsinnig mächtig ist. Ja. Also das fand ich ein bisschen ärgerlich. Ich hoffe, dass wir diese Krise jetzt in den Griff kriegen. Ich denke, dank der Impferei wird zumindest der Kulturbetrieb teilweise in Gang kommen, die Hotellerie, die Gastronomie. Also ich bin im Moment relativ optimistisch, auch wenn ich nicht glaube, dass dieser Virus weggeht. Der wird, glaube ich, uns erstmal weiter. Vielleicht sollte man lernen, damit zu leben. Denke ich auch. Ich glaube, es wird uns gar nicht viel anderes übrig bleiben. Ja. Du sag mal, du hast gesagt, du hast letzte Woche in Amsterdam gedreht, wir hatten ja auch telefoniert. Wenn du 15 Monate nicht drehst, ich habe das bei mir im Hotel erlebt, als wir jetzt geöffnet haben, der Motor braucht eine Weile, bis er warm wird. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Kann man Schauspielern ein bisschen verlernen? Merkst du, dass du da Anlaufschwierigkeiten hast? Oder sagst du, nee, Licht an und ich bin der alte Hannes? Hatte ich vor der Kamera nie auf der Bühne. Es ist eher so. Ich habe lange gar kein Theater gespielt, also Mitte der Nullerjahre wieder Theater gemacht. 2008 nochmal Theater gemacht. Da musste ich tatsächlich wieder richtig reinfummeln. Das ist einfach ein anderer Beruf. Beim Film ist es relativ einfach. Das fühlt sich ein bisschen an wie Fahrradfahren. Ja. Und ich sag, beim Amsterdam-Krimi so, das waren jetzt Film Nummer 5 und Film Nummer 6. Das heißt, ich habe schon 4 von den Dingen gemacht. 2017 2, 2019 2 und jetzt 21 Nummer 2. Die Figur kenne ich. Ich kenne den Autor, ich kenne das Team, ich kenne die Produktion, ich kenne die Redaktion. Das ist ein relativ eingespieltes Team und das war jetzt für mich überhaupt kein Problem. Ich habe auch echt, muss ich sagen, unfassbar viel Spaß gehabt. Ich hätte nicht gedacht, dass mir nach über 40 Berufsjahren, dass man Spielen so vermissen kann. Das glaube ich. Ich weiß, dass du in Amsterdam, ihr dreht ja im Ausland. Ich habe mit dem Christian Kohlund mal telefoniert. Der dreht ja den Zürich, den Borchert. Und der hat mir gesagt, die Dreharbeiten sind so kompliziert im Ausland. Ständigen Testen, ständige... Wie war das in Amsterdam? Das ganze Team immer mit Maske. Also verpflichten, muss noch unterschreiben. Auch während des Trainings? Während des Trainings, die Einzigen, die keine Maske tragen. Wie machst du dann eine Kussszene mit Maske? Nein, die Schauspieler tragen. Also die Einzigen, die keine Maske tragen, sind die Schauspieler. Täglich testen. Das ist ein Corona-Beauftragter am Set, der rund um die Uhr da ist. Der hat einen einzigen positiven Fall, der Gott sei Dank niemand anderen angesteckt hat. Nee, das ist jetzt ein völlig neues Arbeiten. Du lebst einfach mit diesem Virus. Ja.
Wir kennen dich ja nicht nur als Schauspieler von den Filmen, sondern auch speziell auch durch dein Engagement für Umwelt und Tierschutz. Und als du bei mir in Gotha warst vor 2 Jahren, erinnere ich mich, hast du mir erzählt, dass die Filme, die du am Anfang gemacht hast, du teilweise selbst produziert und auch finanziert hast, weil die Sender das ja noch nicht kannten. Kannst du dich an deinen ersten Doku erinnern, die du selber gedreht hast? Was haben da die Regisseure gedacht oder was haben die gesagt, als du mit der Idee kamst? Das war nur die erste. Also ich habe angefangen bei NTV mit einer Reisesendung, die hieß This is my Australia, This is my New Zealand. Das war so mein erster Gehversuch im Doku-Bereich Ende der 90er. Dann habe ich eine Zeit lang Vox Tours Extrem gemacht. Es gab eine Reisesendung auf Vox, die hieß Vox Tours. Da gab es ein Abenteuerreiseformat. Das haben sie mir angeboten, habe ich natürlich sofort gemacht, weil ich bekanntlich reiselustig bin. Und da wurden mir in dieser Sendung immer Sachen rausgeschnitten, die ich brisant oder wichtig fand. Mit dem verständlichen Argument, das sei eine Reisesendung. Dann habe ich mich mit dem Produzenten dieser Vox Tours Extrem-Reihe, Markus Strobel, mein jetziger Partner, Freund und Kameramann, hingesessen und überlegt, warum wir nicht ein eigenes Format entwickeln. Wir waren ziemlich überzeugt, dass uns das aus der Hand gerissen wird, sobald wir das auch nur anfangen zu drehen. Dem war nicht so. Ich bin dann 1,5 Jahre mit einem etwa 18-minütigen Trailer rumgelaufen von Sender zu Sender. Und ich glaube, ich habe den Thomas Bellot, jetzt Intendant des ZDF, einfach so lange genervt, bis der gesagt hat, so, damit der Typ jetzt nicht schon wiederkommt, wenn er eine Klinke putzt, strahlen wir das mal aus. Okay. Die Quote war halt so hoch, dass wir es seitdem als Reihe machen. Das ist die neue Einsatzführreihe. Der erste war im Einsatz für Orang-Utans. Ja. Und jetzt machen wir gerade als nächstes im Einsatz für die Sau, wir Massentierhaltung. Ja. Hast du das Gefühl, dass du mit diesen Serien was verändern kannst? Was ist dein Ansatz? Willst du einfach zeigen, was dich bewegt? Hast du auch einen Auftrag, wo du sagst, das messe ich auch daran, ob ich da was erreiche mit? Ich würde es nicht machen, wenn ich nicht fest überzeugt wäre, dass A, Zuschauer und Menschen ein Informationsrecht haben. Das will ich auch vorenthalten. Wir werden ganz oft getäuscht, belogen, entschuldige, auch verarscht. Ja. Gerade seitens der Werbung und des Marketings. Ja. Das zweite Thema, was mich beschäftigt, ist immer die Umweltzerstörung, das Artensterben, den Verlust unserer Umwelt. Ja. Ich glaube, das lassen Leute hauptsächlich deswegen zu, weil sie so schlecht informiert sind. Ich habe einen Film gemacht über Lachse. Leute haben keine Ahnung, was sie essen, wenn sie Lachse essen. Das ist nicht nur ein hochgiftiges Produkt für den Verbraucher, es ist leider auch hochgiftig für die Umwelt. Wenn über eine Lachsfarm gebaut wird, kollabiert das marine Ökosystem. Ja. Das sind Dinge, die wissen die wenigsten. Warum sollte ich als Fernsehmacher nicht sowas natürlich mache ich das, um was zu bewegen. Ja. Du sag mal, wir essen hier vegetarisch. Du bist ja überzeugter Veganer, glaube ich sogar. Nee, ich bin Teilzeit-Veganer. Also überzeugter Vegetarier. Bist du, ich sag mal, wie soll ich das nennen? Kompromiss ist der falsche Bereich. Bist du, wenn ich jetzt hier ein blutiges Stückchen Fleisch essen würde, hättest du da ein Problem mit mir? Oder hätte ich eins mit dir? Nein. Leute sollen essen, was sie wollen. Okay, das ist für dich deine Einstellung? Und ich finde die Art, wie wir Tiere behalten, produzieren, extrem fragwürdig. Ich finde die Art, wie wir Tiere transportieren, ein Verbrechen. Ich halte Massentierhaltung grundsätzlich für unmoralisch. Das ist meine persönliche Haltung. Ja. Dass wir nebenher mit der Fleischproduktion auch die Umwelt ruinieren. Dir ist das wahrscheinlich bekannt. Ja, ja. 25% der Landfläche dieses Planeten sind nur noch dafür da, Futtersoja für Fleischproduktion zu produzieren. Dafür wird der Regenwald weggeräumt. Das hat der Holger Stromberg, den hatte ich vor 2 Wochen im Interview, der hat auch gesagt, das ist Food Brand eigentlich das Stärkste, ist viel schlimmer als die Autogase. Also die Agrarindustrie ist der größte CO2-Emittent. Also insofern, ich mache das aus Überzeugung, wenn ich kein Missionar, Leute sollen bitte essen, was sie wollen. Aber ich würde das überhaupt, die kannst du auch am Tatar essen, das würde ich überhaupt nicht. Du, noch mal eine Frage zur Umwelt, weil wir hatten ja vor einigen Wochen jetzt diese Hochwassergeschichte in Deutschland, die uns auch sehr bewegt hat. Glaubst du, dass das mit dem, oder glaubst du, ist eigentlich falsch, siehst du darin die ersten Auswirkungen des Klimawandels? Ist das hausgemacht? Was ich dazu denke, ist völlig egal. Jeder Klimaforscher der Welt kann beweisen und berechnen, dass das Folgen des Klimawandels sind. Also wer das jetzt immer noch verleugnet, wenn Kanada 50 Grad Celsius hat, wenn in Seattle, eine der regenreichsten Städte der Welt, die Wälder brennen, halb Kalifornien schon wieder in Flammen steht. Also wer immer noch so tut, als gäbe es den Klimawandel, der ist einfach, entschuldige, sowas von strunzblöd. Diese Flugkatastrophe ist eine absolute Tragödie, vor allem für die Menschen, die dort gestorben sind, die Verwandte verloren haben, die jetzt absolut vor dem Nichts stehen. Und es ist ein totales Versagen der Politik. Wir hatten 2002 die Riesen-Elbflut. Ja. Danach wurde ständig geredet über die Renaturierung. Wir müssen Flüssen wieder die Auen geben, dass das Wasser ablaufen kann. Ja. Es ist nichts passiert. Nichts passiert. Herr Laschet redet grün, Herr Söder redet grün. Es wird ständig geredet. Ja, wir haben 2050 sind wir klimaneutral, 2015. Das ist ja alles Palaver. Das sind ja die Herren gar nicht mehr an Amt und Würden. Das ist völlig egal. Wir haben keine Kerosinbesteuerung.
Sie haben kein Tempolimit. Ja. Es gibt eine katastrophal schlechte Ladeinfrastruktur. Ja. Also wir verfeuern Kohle bis 2038. Das ist zu lang. Es wird auch dauernd gesagt, wir wollen nicht verzichten. Und Herr Altmaier, es gibt so Sätze von sich, ja, Klimaschutz kann nur funktionieren, wenn wir den Wohlstand dabei nicht gefährden. Reden Sie mal mit Leuten, die gerade von der Flut betroffen sind. Ja, erzählen Sie denen mal was vom Wohlstand. Die haben gar nichts mehr. Als Folge des Klimawandels. Also ich wundere mich immer wieder über die Dummheit der Menschen. Ich kann es nicht anders sagen. Ich glaube, jetzt ist mir klar, warum du nicht der neue Traumschiffkapitän geworden bist. Weil ich habe die ganze Zeit so überlegt, Mensch, der Hannes wäre eigentlich der coolste Kapitän. Schifffahrt, ist das auch so ein Thema, was dich angreift, wo du sagst, hey, wie können die halbe Städte durch die... Also der dreckigste Treibstoff des Planeten ist Schiffsdiesel. Das ist bekannt. Ja. Kreuzfahrten sind ein Umweltverbrechen. Ein Kreuzfahrtschiff stößt pro Jahr so viel CO2 aus wie 6 Millionen Pkw. Ja. Alles klar, viel Spaß bei der nächsten Kreuzfahrt. Also da hättest du das so schön deswegen gar nicht gemacht, oder? Traumschiffkapitän. Ja, Vollrausch nicht auf die Idee, auf ein Kreuzfahrtschiff zu steigen. Ja. Okay. Man kann ja auch anders Urlaub machen. Ja, absolut. Das ist absolut. Hannes, was gibt's denn demnächst? Also du hast ja jetzt gesagt, du hast jetzt gedreht. Gibt's denn neue Projekte, wo sich Zuschauer drauf freuen können? Neue Filme, die von dir kommen, neue Dokus? Die beiden neuen Absatzfilme, Nummer 5 und 6, laufen nächstes Jahr. Mhm. Du hast gerade abgedreht. Es dauert halt, bis die fertig sind. Mhm. Und ich fange jetzt im August an, ein Doku für ZDF mit dem Titel Im Einsatz für die Sau. Massentierhaltung, Chinese, Wiesenhof. Wie halten wir Tiere, wie produzieren wir sie? Warum wird in der Agrarindustrie doppelt so viel Antibiotikum eingesetzt, wenn die Humanmedizin ist? Ja. Warum haben wir so resistente Erreger? Das ist das Thema meines nächsten Films. Ach, sag mal, wenn du so redest, dann könnte ich mir vorstellen, machst du dir ja nicht nur Freunde. Und diese Industrie ist ja recht stark. Ich sag mal, kriegst du da auch Anfeindungen? Also jetzt nicht nur dumme Kommentare bei Facebook, sondern auch, merkst du da, dass es da eine Lobby gibt, die sagt, hey, derjenige, was der erzählt, das ist gar nicht gut für uns? Oder? Ich werde regelmäßig verklagt. Ja. Bei dem Lachsfilm wurde alles versucht, seitens der norwegischen Lachsindustrie die Ausstrahlung des Films zu verhindern. Mhm. Das ZDF ist Gott sei Dank echt standhaft geblieben, hat da auch tolle Unterstützung. Ich bin so Shitstorm erprobt, das ist mir so egal. Ja. Ich finde, die Leute haben ein Recht darauf zu wissen, was sie essen. Absolut. Und die sollen bitte auch mal sehen, wie Schwein produziert wird. Oder ja. Was passiert, wenn man an der Kuh das Kalb wegnimmt. Ja. Und wie man, wenn man Lachs in einem Gehege hält mit 500.000 Tieren im norwegischen Fjord, die Leute sollten wissen, was sie da essen. Sie haben ein Recht darauf. Sie werden ständig belogen von Konsumgüterkonzernen, Nahrungsmittelmultis. Ich finde das einfach nicht richtig. Du redest ja gern viel über das Essen, auch über gesundes Essen, aber ich glaube mich zu erinnern, dass du in Gotha gesagt hast, du kochst selber nie. Hat sich das in Corona-Zeiten geändert? Es gibt ja Menschen, die haben in Corona-Zeiten neue Hobbys entdeckt. Hast du mit Kochen angefangen? Also ich habe notgedrungen ab und zu gekocht, weil ich lebe eigentlich von einem Italiener bei mir im Dorf, der hat aber montags zu. Ach so. So, jetzt sah ich die gesamte Corona-Pandemie dort. Kannst du jetzt Spiegelei machen? Und ich kann jetzt auch mal eine Pasta machen. Ich habe keinen großen Spaß daran. Ich gehe einfach lieber aus. Ich habe überall in Deutschland meine Stammkneipen. Ja. Und mag das Personal. Ich kenne oft die Besitzer, die Köche, die Kellner. Ich bin ein Ausgehender. Das wäre meine Frage. Vertraust du den Leuten? Ja, weil ich meine, du hast ja auch eine spezielle Art, dich zu ernähren, dass man nicht alles isst. Da musst du auch Vertrauen haben gegen. Also die wissen, alle meine Stammkneipen wissen, dass ich Vegetarier bin. Ja. Und das ist jetzt auch nicht so kompliziert. Es ist ja nicht so, dass man als Vegetarier verhungert oder von den Knochen fällt. Das hat auch in den guten Restaurants auch Einzug gehalten. Früher gab es ja wirklich nur die Gemüseplatte, aber heute ist es sehr kreativ, oder? Total. Also gerade ist es selbst in kleinen Städten auf dem Land, kriegst du mittlerweile echt tolle vegetarische Sachen. Ich meine, wir sitzen bei Schubeck in München. Ja. Es gibt ein vegetarisches Menü. Ja. Mehr, glaube ich, kann man nicht erwarten. Ja, jetzt hast du es auch gesagt, genau, wir sitzen hier beim Reifhaus, der sitzt auch da hinten und guckt uns zu. Du Mensch, die Zeit ist schon wieder fast rum. Also wenn wir zwei zusammensitzen, geht das immer ratzifatz. Ja, nee, das ist schön und vor allem freue ich mich, dass du dich auch für meine Branche interessierst. Du hast mich auch vorhin gefragt, wie es mir geht. Ich glaube, unser beider Berufszweig hat einiges auszuhalten. Hat echt gelitten, ja. Hat gelitten und trotzdem, denke ich, sind wir positiv. Vielleicht schaffst du es ja, dass du mal wieder nach Gotha kommst. Ich würde mich sehr freuen, lieber Hannes. Total gern. Ich danke dir, dass du hier mit mir gesprochen hast. Wir essen jetzt weiter, damit es nicht kalt wird. Liebe Zuschauer, vielen Dank, dass Sie uns gefolgt haben. Hannes, dir vielen Dank. Sorry, dass so viel mit vollem Mund gesprochen wurde. Ja, die Leute freuen sich auch mit vollem Mund. Vielen Dank.